10 Minuten Wissenschaft mit Ludwig Luthard. So, ich brauche einen Stuhl, denn ich habe mir so gedacht, naja, hältst du einen Vortrag, was machst du denn für einen Vortrag? Dachte ich mir, ach, Vortrag haben wir heute schon genug gehört, da mache ich mir einfach mal eine Märchenstunde. Und getreu dem Motto heißt also mein Vortrag Wahrheit oder Fiktion. Eine Märchenstunde aus dem versteinerten Wald. Der Anlass des Ganzen war das Wort postfaktisch, was der Wort des Jahres 2016 ist. Und mal abgesehen von dem ganzen medialen und gesellschaftlichen Trubel, den das ausgelöst hat, wollte ich mal hinterfragen, wie viel postfaktisch steckt eigentlich in den Naturwissenschaften. Denn wie wir ja wissen, der Wissenschaftler von heute ist also auch in dem Wissenschaftssystem gefangen. Er braucht Popularität, er braucht Sensationsnachrichten, um überhaupt noch bestehen zu können, um Fördergelder zu kriegen. Ja, in dem Zusammenhang hat ein erfahrener Kollege von mir aus den USA, der hat mich folgende Weisheit gelehrt. Er hat gesagt, wenn du in den USA einen Förderantrag für ein geowissenschaftliches Projekt erfolgreich bewilligt kriegen möchtest, da brauchst du zwei Begriffe. Ja, der erste Begriff ist Climate Change. Ganz klar, wichtiges Thema. Ja, und wenn das noch nicht ausreicht, wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen möchte, dann, ja, ihr habt es fast geahnt, es ist Sex, ganz klar. Ja, das zieht immer. So, getreu diesem Motto habe ich auch das mir natürlich zu Herzen genommen und beide Begriffe werden heute auch nochmal im Vortrag auftauchen. Ja, worum geht's? Versteinerter Wald von Chemnitz. Kennt das jemand von euch überhaupt? Kennt jemand Chemnitz? Also das ist das größte Dorf Deutschlands, ja, mit dem Schornstein und dem Nüschel. Und unter dieser Stadt befindet sich also der versteinerte Wald. Und alle Chemnitzer, die dort langlaufen, ja, die laufen täglich über diesen versteinerten Wald, ein Schatz der Wissenschaft. Wenn ihr jetzt die Idee habt, ey, ich gehe nach Chemnitz und mache mal einen Tagebau aus dem Dorf, um den Wald zu sehen, dann würde ich euch empfehlen, kommt doch lieber erstmal ins Museum für Naturkunde, dort kann man nämlich schon so ein paar Stämme sehen. Okay, was ist der versteinerte Wald? Es handelt sich hier also um eine tropische Oase, ja, mit vielen interessanten Tieren und Pflanzen, die also einst gedieh, als Chemnitz noch am Äquator lag, also deutliches Wetter hatte als heute, deutlich besseres Wetter hatte als heute. Ja, und vor 291 Millionen Jahren wurde dieses Ökosystem von vulkanischen Aschen überdeckt und somit bis ins kleinste Detail konserviert. Ja, wir vergleichen das immer ganz gerne mit Pompeji. Und hier sieht man auch, dass die Leute früher dümmer waren als heute. Ja, der hier, der hat sich zum Beispiel das Geschehen während des Ausbruchs angeguckt. Heute sind die Menschen schlauer, da gehen sie nämlich erst nach dem Vulkanausbruch hin. Ja, okay, und diese Serie, die kennt ihr vielleicht noch, Jonathan Frakes, der charmante Kerl aus Star Trek, hat immer Storys erzählt, die entweder so mysteriös waren, wahr oder gelogen und das wurde dann natürlich aufgelöst. Und getreu diesem Motto möchte ich euch heute zwei Märchen erzählen und ihr tut gut daran, das ganz kritisch zu bewerten und hinterher kommt der Faktencheck. Okay, zum Warmwerden, Märchen Nummer 1, wir setzen uns mal hin, das ist gemütlicher. So, die vier Musketiere heißt es. Es waren einmal vier furchtlose reptilienähnliche Geschöpfe. Die lebten in einem Wald. Ihre Namen waren Schnappi, Don, Helge und Slusia. Sie lebten in den hohen Bäumen und fraßen sich die Wänste voll mit Insekten. Alle Tiere des Waldes bewunderten sie für ihr Geschick und ihren Mut. Doch eines schönen Tages betrat ein Fremder den Wald. Sein Name war Atropleura armata. Dieses 2,50 Meter lange Ungetüm sorgte überall für Angst und Schrecken und so wurde es schlagartig still im Wald. Unseren Musketieren war klar, dass man diesem Burschen nicht gut Kirschen essen war. Und in der Tat, mit seinen Antennen registrierte er die vier Leckerbissen und bekam Appetit. Mit seinen vielen Beinen kletterte er geschickt den Baum empor, auf dem unsere Freunde saßen und griff an. Helge, der gerade einen skurrilen Witz erzählte, entkam nicht rechtzeitig und wurde zum Opfer. Seine drei Freunde überlegten fieberhaft, wie sie ihn retten sollten. Schnappi begann ein doofes Kinderlied zu singen, was den Angreifer aber nur wütend werden ließ. Helge ergab sich in sein Schicksal, doch unbemerkt von allen hatte sich der Himmel zugezogen, Donnergrollen ertönte und plötzlich kam ein Blitz vom Himmel, schlug in den Baum ein und schleuderte alle zu Boden. Atropleura verlor ein Bein und floh leicht humpelnd aus dem Wald. Helge war gerettet und unsere vier Musketiere hatten den Sieg davongetragen. Wahr oder gelogen? Hier kommt der Faktencheck. Also, unsere Protagonisten, Don, Helge, Slusia und Schnappi, tatsächlich auf unserer Grabung gefunden. Wunderbar erhaltene Skelette von so Leguanartigen Reptilien und unsere Grabungshelfer waren natürlich sehr kreativ mit den Namen. Aber wir zählen mal durch, das sind jetzt hier Moment 5, ja, und getreu dem Naturgesetz 4 ungleich 5, hier bröckelt also unsere Geschichte schon ein wenig.
Aber tatsächlich hatten sie so widerhakenartige Krallen, die sie als geschickte Kletterer ausweisen. Und ihr Gebiss weist auch darauf hin, dass sie Insektenfresser waren. Das stimmt also schon mal. Ja, kommen wir zu unserem Bösewicht Arthropleura, so ein 2,50 Meter langes Ungetüm, tatsächlich im fossilen Beleg gefunden, verwandt mit den Hundertfüßern und er lebte auch im versteinerten Wald, was anhand eines Beinchens belegt ist. Ja, wir wissen allerdings nicht, ob er die Bäume hochklettern konnte und was er gefressen hat. Pflanzen, Tiere, Aas, wir wissen es einfach nicht. Insofern auch hier schon eine kleine Schwachstelle in unserer Story. Kommen wir zu dem Blitzeinschlag, der also Helge gerettet hat. Wir haben hier so einen fossilen Stamm gefunden, das ist so ein Schachtelhalm rekonstruiert hier und der zeigt in seinem Holz so eine Verletzung. Ja, hier wurde er verletzt und es gibt viele Hinweise darauf, dass es sich tatsächlich um einen Blitzeinschlag handelt, eine Blitznarbe also, so sieht das heute aus. Ne? Also der Baum hat einfach mal richtig Pech gehabt. So sieht eigentlich unsere Grabung aus im Computer. Ja, die Braufsicht von oben, wir sehen hier also auch die Fossilien eingezeichnet und wir schauen mal auf unsere ja, 4 bzw. 5 Musketiere. Die sind eigentlich relativ breit verteilt über der Grabung. Hier ist das Bein von unserem Arthropleura und hier der Baum mit dem Blitzeinschlag. Und was wir sehen, ja, passt alles nicht so richtig zusammen. Ja, also eigentlich hatten die nicht wirklich was miteinander zu tun. In diesem Falle Wahrheitsgehalt der Story leider nur 30%, aber Donald Trump hätte es unterschrieben. So. Kommen wir zu Märchen Nummer 2. Ich nehme wieder Platz. Ihr seid jetzt warm ja, und ihr wisst, worum es geht. Das heißt, der Fluch des Sonnengottes. Es war einmal in einem Land sehr lange vor unserer Zeit. Dort gab es einen großen Wald, in dem viele Tiere und Pflanzen lebten. Über allem thronte ein launischer Sonnengott, der den Wald einst mit einem ewigen Fluch belegte, da er mit der hohen Scheidungsrate der Tiere nicht so richtig einverstanden war. Der Fluch bewirkte, dass es nur alle 11 Jahre in ausreichenden Mengen regnete. Fortan wurde es im Land stets trockener und lebensfeindlicher. Pflanzen und Tiere litten unter schrecklichen Dürreperioden und der Wald schrumpfte auf die Größe einer Oase. Der Fluch konnte nur gebrochen werden, wenn sich 2 Tiere im Wald ihre ewige Liebe gestehen würden. So begab es sich einst, dass ein Skorpionjüngling durch den finsteren Wald lief. Sein Name war Yogi und er war ein echter Prachtbursche. Nichts konnte ihn erschrecken, nur mit der Orientierung war es nicht so gut bestellt um ihn. Er hatte sich im Wald verlaufen und es wurde bereits dunkel. Als er an einem Höhleneingang eine schmeichelnde Stimme vernahm, blieb er verwirrt stehen und lauschte. »Nur herein, ich habe dich bereits erwartet.« Betört von einem süßen Duft betrat er die Höhle, in der eine ziemlich attraktive Artgenossin saß. »Ich bin Birgit und ich stehe auf deinen großen Stachel.« Und schon begann sie, ihr Exoskelett abzustreifen. Und da war es um Yogi geschehen und sie verliebten sich unsterblich. All das war dem Sonnengott nicht entgangen und so hob er endlich besänftigt den Fluch auf und es begann lange und ausgiebig zu regnen. Aber mit dem schlechten Wetter sank auch die Stimmung bei Yogi und Birgit und sie begannen sich jeden Tag mehr anzugiften, bis Yogi eines Tages die Höhle verließ. Er kam jedoch nicht weit und begann sich unweit von Birgit eine eigene Höhle zu graben und so schmolten beide vor sich hin. Als der Sonnengott dies sah, drehte er total am Rad. In seinem Zorn ließ er die Erde heftig erbeben und Glut und Asche über den Wald niederregnen, die Yogi, Birgit und alle anderen Waldbewohner unter einer dicken Ascheschicht begrub. Wahr oder gelogen? Die Frage. Der kommt hier, kommt der Faktencheck, die Chemnitz-Oase. Also tatsächlich nehmen wir an, dass dieser versteinerte Wald so eine Oase in einer Art Steppe war. Ja? Und wir sehen hier von einem hohen Grundwasserspiegel in so einer Senke begünstigt, konnten dort die Pflanzen wachsen. Was hat das nun mit dem Fluch des Sonnengottes auf sich, mit diesem 11 Jahre Regnen? Ja, wir kommen nochmal auf unsere Baumscheibe hier zu sprechen. Ja, da haben wir so eine Jahresringe drin, die können wir tatsächlich schön zeigen. Allerdings nicht wie bei uns Winter, Sommer, sondern hier Trockenzeit, wo die Pflanzen nicht wachsen und Regenzeit, wo sie richtig loslegen. Also Jahresringe im Perm, cooles Klimaarchiv, würde ich sagen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Jahresringe, die sehen so aus. Auch die zeigen sekundäres Dickenwachstum mit fortschreitendem Alter. Allerdings sind die nicht ganz so beliebt. Deshalb kommen wir wieder zurück auf unsere anderen Jahresringe, was man machen kann. Man misst so die Abstände von diesen Jahresringen. Ne? Und da finden wir also solche zyklischen Muster in den Baumscheiben. Es gibt also Jahre, wo sie schlechter wachsen und Jahre, wo sie besser wachsen. Ja, und das bedeutet natürlich bessere Wachstumsbedingungen, zum Beispiel mehr Regen. So wird es wahrscheinlich gewesen sein. Und da das so regelmäßig hier mit 10 bis 11 Jahren ist, vermuten wir also, dass es sich hier um den 11-jährigen Sonnenzyklus handelt. Das heißt, die Aktivität der Sonnenflecken beeinflusst auch heute das Klima auf der Erde. Ja, und da haben wir einfach mal den Nachweis im Perm gefunden und damit auch einen Nachweis für den Sonnengottfluch, wenn man das so benennen möchte. Ja, was noch? Natürlich unsere Love Story. Yogi und Birgit. Tatsächlich haben wir 2 Fossilien gefunden. Auch hier wieder unsere Grabungshelfer sehr kreativ gewesen.
Ja, wir finden sie also noch in ihren Höhlen, in den ehemaligen Waldboden tatsächlich, mit den Resten von ihren Exoskeletten, also den Häutungsresten. Ja, und ist die Frage, was haben die miteinander zu tun? Ja, wir gucken wieder auf unser Grabungsgelände und sehen hier, die sind nur 1,5 Meter voneinander entfernt. Ja, und das ist komisch, denn Skorpione sind normalerweise Einzelgänger und haben große Jagdreviere, in denen sie keine Rivalen dulden. Warum also die zwei so dicht beieinander? Ja, man hat sich die mal genauer angeschaut und was man findet, sind solche Kammorgane, ja, die sehen wir hier bei dem heutigen Skorpion, und die sind bei Männchen und Weibchen unterschiedlich groß. Nun haben wir rein zufällig gefunden, dass Birgit ein kleines Kammorgan hat und Yogi ein großes, ja, weil die müssen die Weibchen ja riechen irgendwie. Und damit war klar, Yogi ist tatsächlich das Männchen und Birgit das Weibchen. Ja, und damit ist ganz klar, haben wir unsere erste überlieferte Love Story aus dem Perm. Und damit schnellt natürlich auch der Wahrheitsgehalt unserer Geschichte enorm in die Höhe. Wir kommen auf glatte 70%. Albert Einstein hätte applaudiert. Und zum Abschluss noch die Moral von der Geschichte. Wenn in Zukunft mal wieder ein Wissenschaftler ein Märchen erzählt, dann checkt lieber mal die Fakten. Dankeschön.